to see. Band played near my lounge. Fairy tale, fairy tale. Mmh, für Malte richtig guter Kaffee. Ah, ja, Freunde, nächster Morgen. Ich habe die Nacht hier überstanden. Eigentlich ziemlich gut sogar, hupsala. Und habe in dem LKW hier geschlafen. Da brauchst du so ein Hotelzimmer hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, guckt euch den Palast da vorne an. Ach, ja, und dass du in der Kabine rumgehen kannst, ist auch eine coole Sache, muss ich ehrlich sagen. Aber naja, ich habe es mir selber ausgesucht, indem ich die Klassik so sehr mag. Was soll's? Offensichtlich kann ich es ja immer mal wieder fahren. Aber schönes Ding, schön monumental der LKW. Allerdings an der Stelle, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, diese Freunde. Hier aus, gucken wir mal, Seattle. Wir haben heute noch ein bisschen Tour für uns und zwar nach Eugene runter. Und das in diesem herrlichen Gespann, da werde ich dann diesen Trailer los, dann in Eugene. Wird Richtung Coos Bay, werde ich schauen, welchen LKW vermutlich in Eugene da stehen lassen. Und der Eigentümer dieses Classic-Gerätes, das ich für den Jeff dann in Augenschein nehmen soll und wenn es gut ist, kaufen und wieder aufbereiten soll, der holt mich dann dort ab und bringt mich auch wieder zurück. Bin schon gespannt, das machen wir allerdings in einer extra Folge. Ja, ansonsten meine Haus- und Hofrunden habe ich schon gemacht. Können Sie auch direkt wieder reinsetzen. Vorne das Beast, das Yellow Beast, die Kettmaschine starten. Und dann direkt loslegen. Sind hier immer noch ein paar Stündchen Fahrt. Und dann gibt es wieder Zeittag. Ja. Ansonsten, ihr wisst ja, typischer Pool da drin. Habe ich natürlich auch genutzt. Hat den Motor vorhin schon mal an, dass er ein bisschen Öl verteilen kann. Deswegen können wir auch direkt starten. Gibt Schöneres als den Tag mit einem Truck und einer Tasse Kaffee zu beginnen. Also ich kann mir nichts vorstellen. Das ist das ist jetzt ein ziemliches Eigentor, dass ich mir nichts Besseres vorstellen kann. Also ich kann mir schon hey, lass mal das Thema ein besseres vorstellen. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Aber es kommt gleich dahinter. Also der Truck kommt gleich dahinter. Es ist etwas, das einfach, ich muss jetzt aufhören, nicht in diese Sendung gehört. Und kennt ihr das, wenn man eigentlich aufhören soll zu reden, weil das Thema nicht dazu passt, man es aber einfach nicht kann? So geht mir das gerade. Komm, zieh, Baby. Das schaffst du. Das schaffst du. Also auf Dauer würde ich dieses Motorgeräusch hier ersetzen. Ganz eindeutig. Das ist einfach zu digital, zu künstlich. Ich glaube, in der Sounddatei ist einfach zu weit gezogen, dass ein oder zwei Soundstufen für das komplette Drehzahlband vermutlich ja, zuständig. Und dann hört sich das so an. Und dann sind da irgendwelche Überlagerungen noch drin. Merkt ihr dieses Wum, 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 dieses Wummern? Das ist so gar nicht meins.
Ah, back on the road, let it roll. Oder wie man wohl auch häufig in den Staaten sagt, zumindest wenn man als Deutscher dorthin kommt mit der Green Card, schauen wir mal. Ja, bin ich wirklich gespannt, was sich uns da bei Eugene Coos Bay offenbart. Das ist ja die alte Falklose Stadt und ihr wisst, da hatte ich den Kenworth ja gefunden, den wir aufbauen konnten. Das Haus vom Falklose in Coos Bay erkennt man da an dieser Mülltonne davor. Und das Nebenhaus, da stehen offensichtlich öfters mal uralte LKWs dahinter. Und der Kenny, ich weiß nicht, wer von euch damals mit dabei war, aber einige schon, ist ja was für ein Bild, der mir offenbart hatte. Alt und rostig. Passt zum Nachbarn dort. Und aber an der Stelle, Falk, nochmal ganz lieben Dank. Falk versorgt mich auch gerade zum ATS mit vielen 1,35er Informationen. Ihr wisst, ich grade noch nicht ab, weil ich lieber Story fahren möchte. Viele von euch machen das schon und an dieser Stelle ganz lieben Dank für die vielen Infos. Bereitet mich schon mal drauf vor. Mit meinen Spezialmods habe ich da schon ein bisschen Angst. Muss viel auf DXT5 umarbeiten, gerade beim DAF-XT, auch beim Freightliner. Da kommt noch mal einiges an Arbeit auf mich drauf zu. Eigentlich würde ich sagen, ich würde gerne mal gucken, wenn ich mal Zeit habe, dass ich dann schon mal anfange, aber ich bin froh, wenn ich immer so eine Folge fahren kann, ganz ehrlich. Ja, Jeff hatte mir gestern schon eine WhatsApp geschrieben. Fragte, und bist schon da, wie sieht er aus und so weiter. Ich sage, hey, piano, tomorrow, ja, ist es soweit, also heute. Und gut Ding will Weile haben, da habe ich mal alle Phrasen rausgekramt. Sind nicht viele, zwei, vielleicht fallen euch ja noch welche ein. Also heute gucke ich mir an, das ist dann für euch in der nächsten Folge. Mal schauen, was das ist. Wenn er wirklich so wie auf den Bildern aussieht, dann scheint es ein ganz gut erhaltenes Schätzchen zu sein. Und wir haben allerdings mit dem Schätzchen dann ein bisschen was vor. Denn Jeff will tatsächlich einen alten Trailer damit durchs Land ziehen. Also der, ihr wisst, seine Tochter Sarah, so sukzessive kommt in das Geschäft rein und er sagt, er würde es mal ausprobieren, dass es mal alleine macht. Ist natürlich immer erreichbar, aber er möchte gerne mit so einem Needle Nose und einem entsprechenden Trailer durchs Land ziehen. Und dafür sind dann noch ein paar Veränderungen notwendig. Und, aber wenn der LKW so offenbart, wie er auf den Fotos ist, dann scheint das ein ziemlich guter Basiszustand zu sein. Also ist auch von einem Liebhaber. Und wenn es vom Liebhaber ist und der genauso viel Liebe reinsteckt, wie wir das vorhaben, dann ja. Da muss ich nicht mehr so viel machen, dann kann ich mich eher auf den Umbau konzentrieren. Das wird eine coole Sache. Aber hier, das ist auch eine coole Sache. Das finde ich ja geil. So ein richtig schönen Sleeper, das hat nochmal eine andere Qualität. Also ihr wisst, ich liebe meine zwei Classics, alten Freightliner. Aber so das, wie soll ich das sagen? Der Schlafkater in mir, der ist, tja, der sagt, auch schön, wie schön hier. Aber ich würde einen anderen Motor vermutlich, also wenn ich sowas hier wählen würde mit einem anderen Motor, weil die Cat ist ja, das sind ja so eine Drehmomentmonster, das sagen ja alle. Finde ich auch, wenn man den hier fährt. Aber der Sound, ich finde den mit dem Cat-Motor vorne zu laut, da müsste man was in der Dämmung tun, weil über die Dauer wäre mir das zu viel.
Kopfhörer. Vorne müsste es jetzt eigentlich langsam schon Richtung Oregon gehen, ja. Portland South, genau. Das ist ja die nördlichste Stadt oben in Oregon. Und Washington is coming. Ich freue mich jetzt schon. So langsam komme ich wieder ins ATS-Fieber rein. Mit, ja, weißt du, wo Oregon rauskam und so, da hat uns SCS schon richtig gut angeheizt. Und jetzt fühle ich das Kribbeln bei mir langsam auch. Und in Washington zu sehen, ja, wird schon cool. Wird schon cool. Gibt es wieder viel zu erfahren und zu erforschen. Gucken, die an der nächsten Mexiko-Map arbeiten sie ja auch schon. Und vor allen Dingen, dann muss ich mal gucken, wie ich das spieltechnisch alles hinkriege. DirectX 11, also sobald das vernünftig machbar ist, bin ich auf jeden Fall auf DirectX 11. Also, wenn es vernünftig machbar ist für mich. Also je nachdem, was alles an Mods umgestaltet werden muss. Und im Wesentlichen scheint das ja DDS zu sein. Die man. Überarbeiten muss. Was steht da? Sunshine Drops. Finest Selection. Yeah, that's right. Ich hatte heute Morgen auch mein Porridge. Das wurde in Dortmund auf dem Lauf mit rausgegeben, also auf dem Stadtlauf. Und ja, dass du es vielleicht auch mal kaufst. Das Tütchen da, keine Ahnung, für 40 Cent oder sowas, dachte ich mir auch, okay, für 89 Cent kriegst du auch eine komplett große Tüte Köln Haferflocken, was absolut das gleiche ist. Ne? Das ist genauso wie mit dem Skyr, das Quark im Grunde genommen, Magerquark, bisschen leicht anderer Geschmack, kann man sich in seinem Quark aber auch reinmachen, ne? Bisschen frische Früchte und so weiter, kostet einen Bruchteil. Just saying, ne? Just saying, also. Wenn man natürlich mehr Geld ausgeben möchte, kann man das gerne machen, aber nur das Porridge draufsteht, kaufe ich es nicht. Also ich kann auch mit Haferflocken leben. Hatte ich heute Morgen auch ein schönes Haferflocken, also einfach heißes Wasser hier im Truck, das hatte ich mir mitgenommen, immer dabei, auch im Pulli im Übrigen. Heißes Wasser, auf ein paar Haferflocken drauf und Banane reindrücken, ready to go. Und natürlich noch einen Kaffee dazu. Wieder Portland, das ist schon, ja, West Coast. Aber ich will auf jeden Fall mal Richtung Ostküste. Mal gucken, wie und wann ich hier, wisst ihr, ich habe das schon eine Weile vor, aber momentan ist es einfach so, wäre schade, wenn 1,35 dann reinkommt und irgendwie, ja, und dann muss ich noch länger warten und sitze dann so ein bisschen auf heißen Kohlen, wenn man versteht, was ich meine, weil ich auch dann gerne wechseln möchte und kann ich, weil ich die Tour zu Ende fahren möchte, muss. Ja. Weil so halbe Sachen ist nicht so ganz so meins. Boah. Pull baby, yeah. I believe in torque. I believe in Drehmoment. Da. So, jetzt hör mal auf, bevor ich mich komplett. Oh, ich habe PTFE-Spray geholt, das muss ich nochmal raufmachen auf die Pedale. So, Moment. Ja, sind wir richtig. Langsam hier unser Dienstleister to serve and to protect neben mir. Oh, die machen mir Platz, das ist aber lieb. Danke. Oh.
Kollege, komm, fahr mit deinem Familienkombi. Mensch. Da bin ich eigentlich auch wieder ganz froh, wenn ich wieder los bin. Das ist aber wirklich das Einzigste. Ansonsten ein Träumchen. Jetzt fällt mir kein Reim ein. Irgendwie fällt mir gerade noch Bäumchen ein. Träumchen, Däumchen, Bäumchen. Schäumchen. Ein Träumchen, aber Schäumchen. Noch für mich. Weil... Ja, hatte ich ja schon vorgerechnet. Das ist, liegt außerhalb meiner Möglichkeiten. Oder ich müsste mich verschulden. Ihr wisst, das mache ich nur für richtig alte Sachen. Nee, das liegt weit außerhalb. Da müsste ich ja alles verkaufen, was ich habe, damit ich mir nur die Zugmaschine hier kaufen kann. Und na, lohnt sich nicht. Nee. Oder ich mache es wie Mike Höcke. Ich mache einfach nur Power Only. Das heißt, dass du da nur die Trailer von der Trailer ziehst. Scheint ja bei ihm ganz gut zu laufen, das Geschäft. Da reden wir über ein richtig echtes Geschäft. Also insofern drücke ich ihm wirklich ganz doll die Daumen, dass das alles so läuft, wie er sich das vorstellt. Hängt Existenz dran, Lebensfreude. Aber ich glaube, ihm scheint es da ganz gut zu gehen. Also wenn du das Häuschen da siehst und so, oder am Waldesrand. Der Mann, der lebt schon seinen Traum. Mache ich in Deutschland übrigens auch und ich denke viele von euch auch. Ich hoffe alle. Ja. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir im Simulator hocken und nicht im richtigen LKW. Da hat jeder ja so seine eigenen Gründe. So, 67 Meilen haben wir noch. Hätte letztens jemand auf Facebook Bilder von seinem Fahrsimulator zugeschickt zu Hause, den er sich gebastelt hat. Mein lieber Scholli, also da habe ich nicht schlecht geguckt. Das so schön auch mit Wurzelholz innen ausgekleidet, drei Monitore, dann noch die Instrumente auf dem kleinen Tablet, kennen wir ja, und verschiedene andere Sachen, also nicht schlecht, der Specht, nicht schlecht, da steckt viel, viel Arbeit drin. So, 52 Meilen noch. Ja, 52 Meilen, 50 Meilen, das ist ja nicht mal eine Arschbacke. Also das ist so ein Buchstabe vom, ihr wisst schon. Und insofern, das lassen wir jetzt einfach runterrollen. Haben wir genug zu gucken hier in Oregon. Da bin ich auch wirklich gespannt, was wir da in Washington alles zu sehen bekommen, was es da zu entdecken gibt. Ich habe im Übrigen in New Mexico diesen Alien nachts immer noch nicht gesehen und diese Music Road auch noch nicht gefahren. Also da, die, das steht immer noch auf meiner Liste. Eugene, ne? Aber ich finde, Eugene hört sich besser an. Ich glaube, diese gelben Zeichen mit der 45 drauf, das ist eher so eine Richtgeschwindigkeit, ne? Da hier nicht genau hingeschaut. Wie nochmal kommen, dann müssen wir mal gucken, ob das oder so eine Art empfohlene Geschwindigkeit für LKWs ist.
Und mehr, eine Ankündigung scheint das zu sein, okay. Aber hier Power Only ist auch nicht schlecht. Du koppelst an, koppelst ab, musst dich nicht ums Entladen kümmern und so weiter. Das ist schon, hat schon, ne? Wisst ihr Bescheid? Also das ist schon. Ne? Also ich denke, sind wir einer Meinung, ist schon, doch. Ja, genau, kann man nicht anders sagen. Ne? Also ja, ist schon. Ja, bei dem schönen Wetter draußen, ich weiß nicht, kannst du vielleicht erkennen hier die Kamera hier oben. Sehr helles Bild, es ist schön Sonne draußen. Es ist früh am Morgen, die Luft ist frisch und kalt. Alles aufgemacht, das Haus lüftet gerade durch und da steigt die Laune. Ja? Und dann setze ich mich gerne in den Simulator rein, drehe eine Folge für uns ab. Und da hat man natürlich auch mal einen Kasper im Nacken sitzen. Das ist, dadurch, dass es so blöde ist. Wie bei Löwenzahn. Abschalten. So, Motor, Bremse aus. Na. Aber sonst wäre er ja nicht da. Gerne wissen, wo der 20 rumtreibt. Oh, hier wieder oh, ein güldener Trailer. Weiß nicht, wer kennt das noch? Der güldene Reiter. Ich glaube, hier müssen wir hin. Das ist nicht verkehrt. Das sieht wirklich hier so nach typisch Industriegebiet aus, so wie ich es aus den Staaten auch kenne. Bisschen zerlaufen, Fläche alles. Nicht allzu hohe Fabrikhallen, maximal so zwei, drei Stockwerke immer. Und eher in die Fläche gebaut, das ist auch ganz typisch. So, mal gucken hier. Ah, bin gerade ein bisschen zu weit gefahren, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht, wo ich jetzt besser hätte hinfahren können. Rum und Pudding. Man macht ja nichts. Sehen wir ein bisschen mehr von dem Industriegebiet hier. Aber hier vorne, hier so ein Häubchen mal wieder zu sehen. Mit diesem Peterbilt Flying Wing. Auch schön. Weißt du halt ganz genau, wo der LKW zu Ende ist. Weißt du, beim Cap Over natürlich auch. Das ist direkt hinterm Lenkrad ist der zu Ende. Na, warten die schon auf uns hier? Home Store. So, wir gucken noch ein paar Leute. Mal anhalten. Print. So, Home Store. Hier haben wir es. Wunderbar.
Was denn nu? Toff, so mal. Sind sie eingeschlagen hier oder was? War wahrscheinlich die Kante, aber trotzdem. Dürfte so ein Cat nicht aufhalten. Nicht, dass ich gleich nicht mehr beliebe hier im Talk von der Cat, ne? Hallo. So. Gate. Welches war es denn? Glaube 16 war es, ne? Nee, weiß nicht. Dann war es die 18, meine ich. Nee, war es auch nicht. Dann war es die 20. 21 war es dann, glaube ich. Ja, 21, 21 war es. Klar, steht ja auch auf dem Formular. Seine Probleme hier. Voll eingeschlagen. Jetzt ist ein Differential zu. Das soll ich nicht sagen. Da lobe ich mir den FLB. Das ist ja, wenn nicht, wie so ein kleines Kind auf dem Fahrrad. Danke. Das ist perfekt abgestellt für so einen 53-Fuß-Trailer hinten dran. Dass wir dann hier noch so ein Ding da vor die Nase gesetzt haben. Das habt ihr großartig gemacht. Eigentlich hätte ich nochmal neu ansetzen müssen. Ja. I can fly. I believe I can touch the sky. So, ich muss ein bisschen nochmal nach rechts ziehen. Waren dann sehr, sehr nah gerade. Die Spiegel sind schön groß, das sehe ich hier bei mir sehr, sehr gut. Fast wieder ein bisschen weit nach rechts. Das ist wieder so typische Tom Diesel Geburt hier. Meine Fresse, ey, jetzt sind wir genau. Meine Fresse, genau auf der. Oh. Gehört dazu. Ich merke das, wenn ich da regelmäßiger fahre, ist das besser. Wenn du, also wenn ich. Nicht so häufig fahre, dann ist das Gefühl raus. Und wenn du natürlich auch immer unterschiedliche Trailerlängen hast,
macht es auch nicht unbedingt besser, ne? Jetzt. Muss man eigentlich gar nicht. Ich muss ihn ja nur abstellen. Ja, ich muss ihn ja nur abkoppeln. Aber nee, sollen sie selber machen. Ich habe nur den Auftrag, hier abzukoppeln. Dann schiebe ich noch ein bisschen nach hinten. War so drin, ne? Das ist so drin bei mir. Wenn du einen eigenen Trailer hast. So. Das geht wunderbar. So, dann mal ablassen hier das gute Stück. Okay. Haben wir geschafft, wunderbar, auch nichts kaputt gemacht, klasse, alles gut, ja. Gibt es denn hier was zum Weiterfahren? Just looking, ihr wisst, nee. Louisiana, wow, coole Tour. Aber nix für mich dabei, nix. Jo, dann würde ich sagen, dann parke ich hier, der steht wunderbar. Ja, auch alles ab, wunderbar. Dann suchen wir uns hier ein Plätzchen im Industriegebiet. Nee, ich habe nicht Karte betätigt. Da, ich muss das Ding mal aufmachen, ob da irgendwo ein Wackelmantak drin ist. Das ist ja schlimm. Ich hatte vorhin schon eine Nachricht geschickt, dem Kontakt dort. Und dann schicke ich ihm noch meine Positionsdaten und dann kann er mich abholen. Mal gucken, ob wir hier irgendwie ein Plätzchen finden. Wird bestimmt irgendwo was sein. Bye bye! Da hinten scheint das zu sein, hinten links. Welche morgen auf jeden Fall kriegen. Ne? Was ist das hier links? Kann ich hier reinfahren? Oder? So. Interessante Kiste. Ah, jetzt vielleicht bei Home Depot auch einen Schlafplatz gegeben, aber ich bin ja auch schon für Steelers gefahren, also dann kann ich mich hier auch mit hinstellen. Hier,
sperre mich hier auf diesem Parkplatz, Leute. Was ist denn los? Also so bin ich drin, Moment hat er die Maschine gar nicht. Ja komm, hier stellen wir uns mit rein. Da war ein doppelter. Hier. Hier, den nehmen wir. So Freunde, ich werde dem jetzt meine Koordinaten hier schicken und dann denke ich mal, dann fahren wir rüber nach Coos Bay. Wahrscheinlich werde ich da auch die Nacht verbringen. Dann muss ich gucken, wie ich wieder hier rüber komme. Ach, wird sich auch irgendwie gestalten. Ja, dann geht es morgen von hier aus weiter und zwischendurch dann in der nächsten Folge mal gucken. Ich weiß es noch nicht, ob ich euch da den Oldtimer zeige, je nachdem wie er ist. Und, aber wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall zusammenfinden. Und nee, ich zeige euch da. Das wird wahrscheinlich nur eine kurze sein. Und ich zeige euch dann den Oldtimer. Wunderbar, dann schön, dass ihr dabei wart. Ihr wisst, Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal, euer Tom. Ciao.